Ich muss auf die schönen Seiten schauen. Auf das, was gut ist im Leben. Und damit herzlich willkommen zurück zu In Between. Das gerade eben war ein Versehen, weil ich gerade noch aufgeschrieben habe, wann diese Folge begonnen hat. Ich schreibe mir immer auf, wann die Aufnahme beginnt, wann die einzelnen Folgen beginnen, damit es nachher beim Schneiden ein bisschen einfacher wird. Ja. Was tue ich hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will darüber. Ach nein, ich bin... Nein, was? Ah, puh, Glück gehabt. So, jetzt erstmal hier die Dunkelheit aufhalten. Ach, die geht gar nicht weiter zurück. Na gut, dann eben so. Ich finde, die Dunkelheit könnte ruhig ein bisschen schneller zurückweichen. Wenn ich eh schon da bin. Was? Was ist das denn? Das ist verdeckt. Warum sind da Stacheln? Blind Jumps sind schlecht. Schlechtes Leveldesign. Sehr schlechtes Leveldesign. Das war übrigens auch ein Blind Jump gerade. Nach links. Ja. Ich wusste sofort, die ist es. Als sie mir den ersten Kuss gab, dachte ich, mein Herz bleibt stehen. Blind Jumps sind ein sehr schlechtes Leveldesign. Yeah! Und wie gesagt, ich finde, die Dunkelheit sollte schneller zurückweichen. Ja, okay. An dieser Stelle nehme ich die Kritik zurück. Man kann das aufdecken. Das dauert allerdings eine gute Zeit, weil die Dunkelheit so langsam zurückweicht. Das ist schon ein bisschen blöd. Also ich würde hier wirklich gerne schneller durchgehen. Nur die Dunkelheit kommt halt so langsam. Was ist jetzt da unten? Da ist auch wieder verdeckt. Sind da Stacheln bis zum Rand oder nicht? Probier ich es doch mal aus. Ja, da sind Stacheln bis zum Rand. Wie man nicht sieht. Sehr schön. So muss das sein im schlechten Leveldesign. Ups. Da war ich zu schnell. So, kann ich jetzt da hoch? Ja, genau. Okay, wie gesagt, an dieser Stelle ziehe ich das zurück. Die ist okay. Aber diese verdeckten Stacheln, das geht gar nicht. Ich meine, wenn man schon so einen Puzzle-Plattformer macht, dann sollte man da dem Spieler zumindest auch alles zeigen, was er braucht. Und nicht irgendwelche Informationen vorenthalten. Ne, da unten links. Okay, wie komme ich dann darüber? Vielleicht so. Ja, so. Sehr schön. Und... Ach, jetzt bin ich wieder hier bei der Level-Auswahl. Ich schaue mich mal hier noch ein bisschen... Ne, hier geht's nicht weiter, ne? Das sind die Grenzen. Ja. Also ich könnte jetzt hier direkt zum Ende, aber das will ich doch gar nicht. Ich will doch hier weitermachen. Ich will doch alle Levels spielen. So, wie funktioniert das hier? Ach, da ist schon wieder diese dämliche Dunkelheit. Moment. Was? Wie kriege ich... So. Und dann... Oh, komm schon. Ich habe gerade hingeguckt. Das ist blöd, dass man hier so schnell reagieren muss. Dass einerseits die Dunkelheit so schnell zu einem herkommt, aber halt andererseits nur so langsam zurückweicht. Achso. Ich kann ja hier einfach durch. Und da kann ich einfach runter. Natürlich. Und was tue ich hier? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. War das nicht in einem der letzten Levels? So ähnlich? Ich glaube ja, ja. Dass ich das hier ganz so dynamisch machen muss, damit der Block ein bisschen länger in der Luft bleibt. So, und jetzt gleich hier hoch. Das war gerade irgendwie Unsinn, was ich da gemacht habe. Ja, genau so. Einwandfrei. Und dann hier bitte einmal speichern und die Dunkelheit zurückhalten, während ich mir hier das rechts anschaue. Kann ich hier nicht einfach drüber? Okay, kann ich nicht. Komme ich denn da durch? So?
Wahrscheinlich, ne? Das Problem ist halt, dass da halt gleichzeitig die Dunkelheit von hinten auf mich zukommt. Das heißt, ich werde da zwischendurch immer mal wieder anhalten müssen. Es sei denn, ich komme hier ganz schnell durch. Zum Beispiel hier werde ich jetzt mal anhalten. Und dann... Das reicht ja sogar. Wow, aber wie... Nein. Okay, es reicht doch nicht. Oder hab ich da zu knapp... Wahrscheinlich habe ich zu knapp geschätzt. So, komm jetzt hoch und dann... Nee, das reicht doch nicht. Warum reicht es nicht? Muss ich da vielleicht von oben ein bisschen mehr Schwung holen? Ah, das sieht doch gut aus. Jetzt bitte einmal die Dunkelheit zurückweichen lassen. Dann kann ich hier rüber. Ich glaube, das war ein Fehler, weil ich jetzt nur noch so viel Schwung habe wie das untere... Ja, wie das Teil. Nee, das reicht nicht mehr. Oh Mann! Kann ich hier? Nee, da stehe ich nicht. Wie komme ich da hoch? Muss ich... Wahrscheinlich muss ich das wirklich so machen, ne? Und dann aber halt gucken, dass ich unten auf diese kleinen Pfästchen nicht raufkomme. Die da. Das heißt, über den da muss ich oben drüber. So. Damit ich da mehr Schwung behalte. Ich sagte oben drüber. Genau so. Wow! Achievement unlocked, Defy Gravity. Okay, wow. Das war anstrengend, aber interessant. Die Nacht kommt von allen Seiten. Kann ich die jetzt aufhalten? Ja. Ich wiederhole mein Argument, die Dunkelheit kommt viel zu schnell auf mich zu und weicht viel zu langsam zurück. Oh, hier erst recht. Was zur Hölle? Was ist hier los? Bleib stehen! Also nicht ich, die Dunkelheit. Oh. Und dann wird das Feld auch noch immer kleiner. Wie gemein. Andererseits, ich kann ja hier schon vorher hochgehen. Ich muss ja nicht die Stacheln abwarten. Hier soll ich da besser aufpassen. Ja, so viel dazu. Hier sollte ich besser aufpassen. Aber sobald die Blöcke kommen, kann ich ja direkt hier auf die Blöcke drauf. Da muss ich nicht auf die Stacheln warten. Genau so. Was? Hä? Was war das denn? Warum habe ich die Dunkelheit hier verschluckt? Was soll das? War ich jetzt zu schnell oder was? Ernsthaft? Bin ich gerade zu gut für dieses Spiel? Dieses Gefühl habe ich nämlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin nicht zu gut für dieses Spiel. Vor allem, ich dachte, also mir wurde gesagt, die Dunkelheit weicht von mir zurück, wenn ich sie anschaue. Dass ich dann reinlaufen und sterben kann, das finde ich dann schon arg absurd. Oh! Ach nein! Das war gerade wieder so ein typischer Fall von eine Viertelsekunde in der Luft und genau in der Zeit habe ich gedrückt, um die Gravitation umzukehren. Diese Stufe da ist blöd. Ich mag sie nicht. Was? Oh, jetzt bin ich doch schon wieder reingelaufen. Sag mal, warum ist die so langsam? Ich meine, es ist ja ein nettes Element, aber kann die nicht zumindest so schnell von mir zurückweichen, wie ich laufe? Gerade zumindest... Also, offensichtlich gibt es ja verschiedene Geschwindigkeiten für die Dunkelheit. Im Level davor war sie ja deutlich langsamer von mir zurückgewichen. Aber gerade in so einem Level, wo es darum geht, schnell irgendwo durchzukommen, sollte doch die Dunkelheit so schnell von mir zurückweichen, wie ich selber laufe, oder? Oder habe ich da zu hohe Ansprüche? Geh mal weg. Na?
Nein, da ist ja noch einer. Wie gemein. Da wurde gerade das Muster gebrochen und jetzt kommt dann... Ah, ist das blöd. Dieser Level, der lebt echt nur von dem Zeitdruck. Also Puzzle ist da nicht. Mir wurde Puzzle-Plattformer versprochen. Wo ist der Puzzle-Plattformer? Muss ich rausfinden, dass ich nicht in die Dunkelheit reinlaufen darf? Ich weiß es nicht. Was? Hä? Sind die näher zusammen? Das hat doch vorhin auch geklappt. Ach so, vorhin bin ich oben nicht auf dem Block drauf. Ja. Das erklärt einiges. Aber hier geht das, ne? Hier geht das problemlos. Hier habe ich eher das Problem, dass ich in die Dunkelheit reinlaufe. So. Das heißt, hier will ich dann den hier machen. Nein! Das war zu früh. Ah! Spiel! Setz mich nicht so unter Druck. Kann ich die vielleicht kurz anhalten? Die Dunkelheit, indem ich mich ganz kurz umdrehe. Müsste ich mal ausprobieren da oben. Ja, vor allem hält halt die vor mir länger an als die hinter mir. Also diese Stufe da links oben, die ist echt böse. Da hätte ich gerade oben bleiben können. Wenn ich nicht so viel reden würde, hätte ich das auch mitgekriegt, dass da unten was kommt. Ja, aber auch hier unten verdecken jetzt wieder irgendwelche Schattenteile des Levels. Sowas finde ich nicht gut. Ich finde, man muss als Spieler alles sehen können, was einen betrifft. Oder zumindest von den Dingen, die man schon kennt. So, wie war das hier? Kann ich oben bleiben? Genau. Hä? Was war das denn jetzt? Dieser Level ist blöd. Mir wurde Puzzle-Plattforming versprochen. Das ist einfach nur blöd. Das könnte man auf ein Drittel zusammenstampfen und dann ein Tutorial draus machen. Zu Dunkelheit und Stacheln. Ja. Dafür wäre es gut. Ja, geschafft. Endlich. Und ich würde sagen, den nächsten Level probiere ich einmal. Mal schauen, wie weit ich komme. Was ist das denn? Da fliege ich nach oben. Okay. Okay, das war schon mal zu weit. Muss ich da einfach nur durchlaufen? Naja, ich sollte vielleicht nicht vorher anhalten. Okay, so funktioniert das irgendwie nicht. Was? Was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum bin ich da gerade gestorben? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich glaube, ich muss es so... Moment, nein, Moment. Ich muss da nicht sterben. Die Gravitation drehen. Und wenn ich da nach unten laufe, komme ich in die Stacheln. Ich muss die Kraft jetzt so drehen, dann muss ich nach rechts, dann muss ich nach unten. Und dann bin ich tot. Keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ich weiß es nicht. Wir werden es in der nächsten Folge wahrscheinlich herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.